Maxim, das ist ja gar kein Subnautica. Ja, genau so ist es, denn heute machen wir einen Vlog. Und zwar bin ich hier unterwegs mit dem Zug, wie ihr gerade sehen könnt. Und heute geht's zur Fantasy Bar. So, wir sind jetzt am Zürich Bahnhof und müssen auf Gleis 14. Wir fahren mit einem heftigen ICE weiter. Nach Basel fahren wir, oder? Fantasy Basel, ich glaube, das ist in Basel, das sollte stimmen. Also mit dem ICE, da freue ich mich drauf. Back to the roots, back to Germany, gell? Hamburg, Basel, Mannheim, hier. ICE, Junge, der ist 500 Kilometer lang. Also erster Eindruck vom ICE, es hat Schlafräume, ist krass. Ja, aber also das Familienbereich, sind wir Familienbereich. Ich glaube, wir sind keine Familie, sorry. Hier sind wir irgendwo entlang, oder? Vielleicht auch schön. Sonst nicht. Wir haben einen Platz gefunden. Wir haben einen Platz gefunden, Jungs. Heftig. Es ist noch zweite Klasse, wir haben einen Platz gefunden hier. Klasse Scheiß. Stühle hat's auch. Blick am Abend nach der Frau, nice. Aber ich so, jetzt ab nach Basel. So, wir sind in Basel angekommen. Am Bahnhof chillen wir gerade, jetzt suchen wir uns irgendwas zum Fooden, glaube ich. Erstmal so ein Mc's oder so wäre nicht schlecht. Ja, schauen wir mal, was wir finden. Es ist ziemlich laut hier, muss man sagen. Und auch nicht der schickste Bahnhof, den ich bis jetzt gesehen habe, ehrlich gesagt. Ein Tram hat's auch. Also es scheint hier in Basel ziemlich abzugehen. Hier fahren schon Trams durch die Gegend. Hier ist ein richtig fettiger Velo-Ständerplatz. Das ist halt schon heftig. Jetzt, wo geht's was zu essen? Jungs, wo fruten wir? Jungs, Food! Ja? Food! Ja, zuerst mal dafür, dann bitte sind wir den Hauptausgang. Hauptausgang? Ja, dort hat es einen großen Platz und das hat viel Tram und dort hat es fucking Subway. Okay. Also, Plan lautet bisher, wir gehen in Subway. Halleluja, Subway Sandwiches. So, jetzt geht ab. Okay, Jungs, der Plan mit dem Subway ist schief gegangen. Kostet uns halt hart zu viel Geld. Hier fährt ein Bus vorbei, ich habe Angst. Basel ist mir zu groß. Wir gehen jetzt in Migros und holen uns was Günstiges. Wir sind halt auch noch Studenten, so ist es. Junge, hier ist einfach ein fucking Zebrastreifen vor uns und ihr rennt über die Straße. Der Bus steht auf dem Zebrastreifen. Okay, wir haben hier Action im Stadtzentrum auf jeden Fall. Es geht richtig ab. Subway ist halt viel zu teuer, sorry. Können wir uns nicht leisten, wir sind immer noch Studenten und an der Fantasy selbst ist halt auch 10 von 10 teuer, deswegen lieber nicht. So, jetzt gehen wir erstmal im Mikro. Wo ist der Mikro? Irgendwo da hinten ist ein Mikro scheinbar. So. Ich habe keine Ahnung, wie die anderen YouTuber das die ganze Zeit in ihrem Alltagsleben machen, irgendwie scheiß einkaufen zu gehen und das zu vloggen, Junge, eine Hand am Start zu haben, ist halt kompletter Krebs, wenn man einen Geldbeutel auskramen muss und Geld rausholen muss und dann wieder reinstecken muss. Junge, wie soll man den Scheiß mit einer Hand machen? Respekt für alle. Felix von der Laden, Grüße gehen raus, Mann. Vlog Main, du bist Gott.
Ganz kurz, ich hab gerade das, was ich eingekauft habe, einfach im Laden vergessen. An der Kasse. Der Kameramann hat's mir geholt. Also geh. Jetzt geht's ab, jetzt wird mal gefrühstückt. Jungs, wohin sind wir unterwegs? Ah, ja, wir sind unterwegs zum Messeplatz Basel. Wir müssen irgendwo dorthin. Da. Wir wirklich straight da. On, was jetzt von da? Einfach geradeaus dorthin. Da. So, wir sind jetzt offiziell drin im Messegelände, in der Messehalle. Hat nicht lang gedauert mit dem Anstehen, war easy. Hier sind auch schon heftige Star Wars Sachen. Hier geht's ab. Ah ja, da ist ein heftiger X-Wing vor uns. Hier können wir gerade mal eine Runde flyen dort hinten. Ah, hier kann man bei Oculus Bogen schießen hier. Nice. Das geht ab. Xbox hat ja auch gerade direkt gestanden. Oh, ist gerade ziemlich schwierig zu filmen alles, aber ich versuche mein Bestes, sagen wir so. Wir stehen hier mal hier für Oculus an und versuchen dann auch mal ein bisschen Bogen zu schießen und machen dann ein paar Schnappschüsse. Da ist nicht drüber. Jo, wie ihr gesehen habt, ich war kurz am Bogenschießen, hab da ein bisschen rasiert. Ja, Alter, das ist... Oh, Junge, ich hab's halt noch nie so eine Oculus wirklich ausprobiert. Und das war halt wirklich... Das war wirklich ziemlich sick. Das war schon krass. Ja, dort hinten sind geile... Das sind geile Anime-Schwerter, die gönnen wir uns jetzt auch mal kurz. Aber das Oculus ist halt schon geil. Das mit dem Bogenschießen, vor allem das Sehnespannen, das Spannen fühlt sich halt auch mega geil an, weil es hat so diese Vibration so von der Sehne und dieses Geräusch, das ist halt richtig gut. Das ist echt gut gemacht. Und jetzt schauen wir uns ein paar Schwerter an erstmal. So, wir sind jetzt irgendwo im Innenhof sozusagen von dem ganzen Areal. Wir waren jetzt gerade im dritten Stock, dort haben wir so alles mögliche an Kartenspielen gefunden, Force of Will und Magic und was weiß ich was. Magic bin ich ein großer Fan, das hat doch mein Herz glücklich gemacht und der ganze Rest auch super. Jetzt sind wir auf dem Weg zu einem LOL-Match und zwar, es findet heute ein Finale statt, keine Ahnung was für ein Finale, halt ihr Turnier hier. Und das findet jetzt gerade am Mittag um 12 Uhr statt und da gehen wir jetzt hin. Yeah. Wir sehen uns gleich. SBG Esports gegen Swiss Agents. SBG Esports kommt das sicherlich als Favorit in das Rennen. Über Swiss Agents weiß man noch nicht so viel, aber ich kann nur sagen, ihr könnt von beiden Mannschaften sehr viel erwarten. Ihr werdet heute Schweizer Esport auf höchstem Niveau sehen. Gelohnt, ihren eigenen. Und natürlich ist es noch nicht so wirklich viel Wissen, dort aufgesetzt sind. Wir müssen sagen, in der Schweiz ist es nicht so gang und gäbe, gerade Level 1 viel Action zu sehen, Counter-Jungling ist nicht so im Mode. So, wir sind wieder da. Jetzt haben wir alle eingeshoppt. Vielleicht fällt euch schon auf, was ich gekauft habe.
Ne, ich glaub, das fällt nicht so auf. Wir sitzen jetzt hier wie so Penner am Boden und machen unsere Sachen auf und schauen mal durch, was wir alles so haben. Und ihr seid sozusagen fast live dabei. Und da könnt ihr natürlich die Brille in mein Gesicht nur schwer erkennen. Aber hier, die habe ich auch gekauft. 20 Franken waren das. Da kann man die noch so cool aufklappen hier auf beiden Seiten. Richtig swaggy. Dann habe ich hier noch so eine geile Uhr, die ich an meiner Hose befestigt habe. Ich hoffe, ihr seht das jetzt gut. Und das ist so eine Assassin's Creed Uhr. Und die kann man dann so aufmachen. Sicke Scheiße. 15 Franken. Dann haben wir hier einmal ein Bobblehead-Dingster Atlas. Der ist für den guten Max, den Sacrament LP, wegen dem, natürlich wegen unserem Portal-Let's Play. Er spielt ja Atlas. Und dann haben wir hier für mich nochmal den Peabody, den geilen Typ. Also die sind echt mega nice, die Figuren. Dann haben wir hier noch for free, haben wir alle so ein Mauspad bekommen. Ist ziemlich nice, also for free ist halt echt geil. Dann habe ich hier noch eine Deckbox für, also so eine Set and Tower Deckbox für meine Magic Karten, für meine Magic Decks. Dann haben die zwei Banausen hier, haben so hier solche, wie heißen die Dinger? Hentai-Taschen. Hentai-Taschen, genau, yeah, haben sie sich gegönnt. Lucky Bags. Ja, Lucky Bags. Lucky Bags, solche Surprise Bags halt, wo man einfach zahlt und dann ist da mit Glück etwas Cooles drin. Der hat sich zwei von denen gegönnt. Mach mal doch den anderen. Ich hab beide schon aufgemacht. Achso. Ja, genau. Da haben wir den zweiten. Yo, wollen wir reinschauen, was bei euch drin? Ja. Alter, warte. Oh nein. Alter, nein. Das schenke dir. Das ist für den Matthias. Oh lol, holy shit. Das ist für den Matthias. Wofür ist das da? Was ist die? Fächer, Alter. Okay, der fächert sich jetzt ein, ich glaub, weiß aber nicht an welcher Stelle. Ganz sexuelle Sachen hier bei uns. Also, okay, Bookmark. Jetzt machen wir das echt? Der beste Comment bekommt den Fächer von uns zugeschickt. Okay, easy. Der beste Comment bekommt den Fächer zugeschickt. Los, Jano, schnapp ihn dir. Okay, jetzt. Jetzt kommen wir zum großen Finale und zwar habe ich mir natürlich auch eine Goodie-Box gekauft. Ich habe mir natürlich auch eine Goodie-Box gekauft, musste ich natürlich. Und zwar war das einfach so eine richtig random Box. Für 40 Franken gibt es hier so einen fetten Würfel hier. Wir machen mal auf. Oh Gott, das ist ja mega gut. What did that? Alter, ich bin Naruto, Junge! Naruto! Warte mal, gerade auspacken. Also, das. Aber jetzt ist schon Brille, Junge, du kannst dich nicht anlegen. Doch, man, einfach Brille und das Teil. Alter, Junge! Es ist okay. Aber sehr roll. Warte mal, das ist der Shit. Déjà vu. Da kann ich den geilen Anime Run machen. Déjà vu. Ey, ich spüre die Anime Power. Sharingan. Warte mal, komm, schau mal hin. Woo. Let's go. Ah, der Swag muss da reinkommen. Ich stell mal scharf. Oh yeah. Okay, wir haben den Swag. Schau mal in die Kamera. Wir haben den Ultimate Swag am Start. Wir haben ein neues Thumbnail. Eine Bowl, das ist eine Bowl, Death Note Bowl. Was ist eine Bowl? Ah, eine Müsli-Schale. Ja. Hier haben wir da diesen Death-Typen da. Ich weiß nicht, wie heißt der? Die Ernst. Ah, Ryuk. Ja, Ryuk. Junge, den haben wir heute aber dreimal gesehen. Ryuk? Ja, Ryuk. Ryuk? Okay. Ja. Sorry, ich habe Death Note nicht gesehen. Ich müsste dich halt echt mal machen, oder? Lappe. Okay, dann haben wir nochmal hier ein Tokyo Ghoul irgendwas. Junge, der Anime Shit of Doom hätte drin. So ein Anstecker, ja. Oder? Halskette halt. Sehr geil. Ja, Tokyo Ghoul ist Leben ohne Witz, das ist so geil. Ich bin halt nicht so in Anime-Stuff drin, oder? Wie ihr vielleicht merkt, ist das auch Tokyo Ghoul. Ja, das ist Tokyo Ghoul. Also steht schon was drin, oder? Weiß nicht. Ja, also hier so ein Notizbuch, auch Tokyo Ghoul. Dann haben wir hier. Da. Irgendwas, ich weiß nicht, was das ist. Ja, komm. Also, Schärfe, was auch immer das ist, ja. Schreibt in die Kommentare. Oh, bitte. Und dann hat es hier noch eine Sache. Das sind Ding, Augen. Linsen. Fokus, das ist so anstrengend. Ist es nur eine? Also, Profi war für dich. Mini-Haar gemacht, ja. Okay, das war, glaube ich, alles hier. Was schon? Ja, das war schon alles. Das ist geil.
Ein bisschen schon. Für 40 Franken. Für 40 Franken ist es echt zu wenig und nicht da. 40 Franken ist dafür schon zu viel. Also, Maxim, Fazit von dem, was du gekauft hast, ist... Es ist halt eine geile Box. Das Zeug ist alles geil. Das, was da drin war, ist eigentlich von den Produkten her auch geil. Aber zu teuer, so würde ich sagen. Obwohl, ich weiß nicht, diese Linsen, die sind schon teuer, oder? Es geht. Sind sie? Ja, okay. Ja. Aber der Rest ist gut fabriziert. Es kommt schon ungefähr 40 hin. Ja, aber eben nicht mehr. Aber nicht, sicher nicht mehr. Sicher ja, nicht mehr. Viel mehr. So, wir sind jetzt wieder am Bahnhof in Basel und gleich geht's wieder mit dem ICE zurück. Hier fahren wir wieder ab und ja, grundsätzlich war der Tag ziemlich cool, Fantasy war nice, hat doch Bock gemacht, vieles eingekauft vor allem, Shopping gab's viel. Und jetzt geht's erstmal zurück heim und dann krass das Video schneiden auf jeden Fall. Lasst doch gerne ein Like da, wenn es euch gefallen hat, immer noch denkt ans Gewinnspiel. Der beste Comment oder so ein Scheiß gewinnt irgendeinen Kack. Ja, bis, sagen wir, 7 Tage nach Release, der beste Comment, gewinnt einen geilen Fächer, so, vielen Dank fürs Zuschauen, ciao. Oh, jetzt einen geilen Übergang.